Hallihallo, Lordings. Wir machen heute mal wieder bei Tomb Raider 2 ein kleines Wettrennen mit dem lieben. Titanmetto. Okay, 3, 2, 1, laden. Ja, Tomb Raider 2, ich habe es lange nicht mehr gespielt. Ich glaube, ich werde es auch irgendwann nochmal re-uppen. Den lasse ich erstmal ihre Jobs beenden. Ich tue einfach, was ich tun muss. Uzis. Echt nicht. Falls es sein könnte, dass der Sound mal wieder ein bisschen scheiße abgehakt ist. Ja, nun kann ich es nicht ändern. Tomb Raider 2 verträgt kein Multichannel, wenn ich es mit Traps aufnehme. Dann hackt der Sound aber dann mal ganz schlimm. Das hatte ich schon mal in meinem letzten Re-Up. Mit Death Countdown, wer das Level als erstes durch hat. Also, wie das letzte eigentlich. Ich speichere mal ganz oben. Achso. Leiter. Ihr müsst es auf jeden Fall liken, das Video. Weil das letzte kam ja Auf nicht. jeden Fall. Das letzte kam ja nicht so gut an. Ja. Nein! Da bin ich das erste Mal gestorben. Also, dieses Level hat es in sich. Nein, eigentlich nicht. Oh, knapp Also, vom geschafft. Schwierigkeitsgrad her kann man hier sehr selten sterben. Aber das, was ich Ja. jetzt hier hatte, war eben aus Dummheit, also. Au! Hört ihr mal auf, auf mich zu schießen? Wo ist der Sitzpisser? Da unten. Interessiert mich nicht. Speichern. Speichern. Scheiß auf die Sitzpisser, die interessieren uns erstmal nicht, auch wenn sie gutes Zeug haben. Oh, Lara. Gerade so, meine Liebe. Da, sonst hätte es heute Toten gegeben, wenn du jetzt daneben gesprungen wärst. Erstmal gemütlich machen hier. 84 Abonnenten. Ist doch was. Wenn du das hochlädst, sind sowieso wieder mehr. Bingo. Schön, dass du es erkannt hast. Nein, eigentlich nicht. Vielleicht. Dieses Rauschen kommt übrigens diesmal nicht von mir und ich kann es auch nicht rausschneiden. Weil das ist das Mikro vom Titanmetal, der hat nämlich ein neues. Leider. Ja, was heißt leider, du musst es ja nicht benutzen. Hm. Talai! Ja, genau, ohne Mikrofon nicht. Ja, du kannst ein neues, altes nehmen. Das habe ich ja jetzt nimmer. Warum nicht? Ich schmeiß doch keine Mikros weg. Die packe ich in den Schrank und wenn ich sie wieder brauche, dann hole ich sie wieder raus. Das Mikro, mit dem ich meinen ersten Let's Plays aufgenommen habe, also noch die ganz alten Folgen. Ah ja, sie kann ja diesen Drehsprung jetzt wieder. Selbst das habe ich noch. Das ist momentan im Besitz meines Kumpels, der jetzt selber Let's Plays aufnimmt. Selbst das existiert noch und verrichtet seinen Dienst. Also ich schmeiß doch keine Mikrofone weg. Na, wo bist du? Bist du schon im Kloster drin? Ja. Oh. Ich bin auch im Kloster drin. Ich hole mir gleich eine Erstschüssel. Das ist übrigens kein Multiplayer, also nicht, dass ihr denkt. Alter, dieses Rauschen. Ich glaube, ich muss da wirklich eine Rauschenentfernung machen. Auf jeden Fall. Seid mal alle ganz kurz ruhig. Ja, genau, Spiel. Ich sag, seid mal alle ganz gut grün, im Spiel kommt ein Sound. Genau. Wow, Aua! Alter, es backt. Es ruckelt. Warum ruckelt der? Das ist ein Spiel von 97. Ja, von 97. Ich nehme erst den Weg. Weil ich schon mal auf dem Weg liege. Lass mich durch, Mönch. Ich will nicht von deinem Speer gerammelt werden. Das habe ich jetzt nicht wirklich Und ich gesagt, vergesse oder? es eh. Ja, ich habe jetzt erstmal das Spiel. Wenn ihr euch wundert, warum das Spiel heute so leise ist, ich habe es auf 15 runtergedreht, damit der Titanmetal auf 47 noch zu hören ist. Ne? Aber das Rauschen ist natürlich dementsprechend scheiße. Was machst du da? Mikrofon schlagen. Das brauchst du nicht schlagen, das bringt dir nichts. Echt? Ne, das bringt dir gar nichts. Machst es eher kaputt.
Oh ja, ich habe ja Fackeln. Ich kann ja Fackeln einsetzen, die ich habe. Das ist doch mal schön. Das ist das Schöne an Turbo R2. Es ist noch so richtig, richtig hell. So, die Kiste schieben wir einmal rein, auch wenn ich keine Ahnung habe, was es mir bringt. Aber ich schiebe sie einfach mal rein. Weil ich es immer so gemacht habe. Beim dreimaligen Durchspielen, beim vier. Was machst du da? Ich habe jetzt hier so eine richtig schöne Rückkopplung, so leicht. Ich sollte mir, solltest dir Mikrofon neu Sorgen rein. machen. Von wem hast du Ja, das Mikro geschenkt Mikrofon bekommen? neu. Ja, Mikrofon neu reingesteckt einfach. Mach's nochmal, bitte. Oder dreh den Stecker mal ein bisschen. Besser. So ist gut. Nee, so ist scheiße. Ist immer noch da. Wenn, also das, ne, was du vorher hattest, ne, wäre nicht das Problem gewesen. Das hätte ich rausschneiden können. Das, wenn ich das rausschneide, kann man die komplette Aufnahme knicken. Oh je, Strömung. Strömung, Lara, Drüben. Lara. Strömung, ja? Ja, wir sind durch. Sehr schön. Wie das aussieht mit diesem, ja, Skype hat doch, wie viel FPS hat Skype mit Bildschirmübertragung? Ha? Wie viel FPS hat Skype? Ich weiß es nicht. Mit so viel, wie du Also, überträgst, ne? naja, Hab ich noch Bildschirmübertragung sehe an, ich? Habe ich gerade noch Bildschirmübertragung an, ich Idiot? Bilderfunktion. In FPS. Habe ich noch Bildschirmübertragung an? Ja. Kannst du sehen, wo ich bin? Nur. Vollbild lässt mich nicht zu. Ich bin erst einmal gestorben und ich habe schon mehrere knifflige Stellen gehabt. Ja, wie ich einfach nur random durchrenne und nicht sterbe. Hey, warum Scheiße. sei ich bei Nie den Teufel an die Wand malen. Warum ist bei dir eigentlich die Lara breitgestreckt und bei mir nicht? Weil ich im 16 zu 10er Format aufnehme. Ja, habe ich ja auch. Aber bei mir ist die Kosmos so schmal wie immer. Vielleicht hast du nicht das 16 zu 10er Format ausgewählt, dann stretcht es bei dir auf 1024. Dann ist sie Oder nicht ich so habe mich breit nicht recht. gestreckt. Es mag aber auch nur so aussehen, weil du so eine scheiß Übertragungsdings hast. Also bei mir ist sie eigentlich, ja, werden wir sehen. Ja, das ist normal. Alter, das hört sich schlimmer mit deinem Mikro. Hol bloß das alte wieder. Wo ist denn das? Irgendwo. Wenn du jetzt ja das schmeißt, habe ich weggeschmissen, dann greife ich einmal kurz durch mein Mikrofon durch. Ah! Bösis. Oh ja, so schön. Ich springe einfach mal random in der Gegend umher. Ah, was machst du da? Mikrofon ist wieder drinne. Das geht ja gar nicht. Was ist das für ein Mikrofon? 15 Euro oder was? Oh, ein kleines Medikit. Brauche ich eins? Nein. Speaker, wie oft habe ich schon gespeichert? Oh, man sieht's nicht gut. Aua! Aua. Leider wird unsichtbar. Ich lade jetzt mal, das zählt jetzt mal nicht als Tod. Das war einfach nur Dummheit, was ich gerade gemacht habe. Ich habe nämlich einen Mönch getötet. Das zählt ja nicht als Tod, ich war ja nicht tot. Ich habe nur geladen, weil es mir sonst als Nachteil dienen würde. So, jetzt habe ich genug ruhig. Greifst du mich jetzt an? Sehr schön. Speaken. Ich habe gleich die erste Gebetsrolle und du? Ja, ich bin noch sehr weit weg. Dim-dim-dim. Du hast jetzt ja auch die deutsche Version, ne? Ich habe dir den deutschen Patch ja gegeben. Ach du Scheiße. Ich werde so oft verrecken. Da-da-da-da-da-da-da-da. Schade, dass es im Menü nicht weitergeht. Speichern. Bin erst einmal verreckt. Sehr schön.
Da haben wir Gebetsrolle 1 von 5. Ach hier, das Kästenschieberätsel, deswegen habe ich sie geschoben. Alles klar. Wo bist du denn? Gib mir mal eine ungefähre Beschreibung. Ja, irgendwo drin. Ja, es gibt ja verschiedene Wege, wie man es macht, aber ich habe meinen gefunden und der ist eigentlich relativ gut. Oh, wieso sind die Texturen heute so verbuggt? Doch sonst nicht so, wenn ich aufnehme. Es liegt an Skype. Ne, überhaupt nicht. Im Normalfall ist das einwandfrei. Aber wie backen denn bei dir die Texturen? Entweder Lara will schon in den Texturen oder es fehlen Texturen. Sonst hat er das eigentlich nicht, wenn ich es aufnehme. Sonst ist das eigentlich immer einwandfrei. Von der PlayStation-Variante kenne ich das. Oder der USB ergibt mal wieder nach. Hey, bei mir ist mein Tomb Raider scheiße so ein Farbenbug aufgekommen. Wo bin ich hier? Ach, hier bin ich jetzt wieder. Aha. Deswegen habe ich die Kiste hier weggeschoben, damit ich einen schnelleren Rück... damit ich einen Rückweg habe. Alles klar. Gut, ich habe den Weiterweg gefunden. Ich auch. Ich gehe jetzt weiter. Ich habe jetzt einen Schlüssel. Glaube ich. Einen Schlüssel habe ich jetzt. Warte mal, wofür denn? Hallenschlüssel. Heimschlüssel. Heilschlüssel. Heim. Naja. Da kommt wir sind Experten und springen gegen Wände. Naja. Naja. Speichern. Ich habe mir natürlich auch mal wieder gleich den schwierigsten Weg ausgesucht, aber naja. Auf dem Dach kann ich ein bisschen rumtricksen. Denk dran, nur ohne Sheets. Oh Gott. Wo bist du jetzt? Ich gehe jetzt gerade auf die große Halle zu. Ich mache die gleich auf. Wo bist du? Hast du schon irgendeine Gebetsrolle? Ja. Ja? Ja. Scheiße. Eine oder zwei oder drei? Hä? Keine Ahnung. Ich habe eine. Hey, ja. Ich mache die große Halle gerade auf. Och, Lara. Alter, ich muss mir den Unterschied machen. Ist die am Anfang oder wie? Ha? Ist es die am Anfang, die Riesenhalle? Ja. Ich bin weg. Hier war dieses Kistenrätsel für Magnum-Munition, das lasse ich. Ach du Scheiße. Dann gehen wir erst den Weg. Ha! Bin ich hier? Ja. Ich werde sowas von verrecken. Medi. 9 kleine nur. Nee, oder? Das ist nicht der Weg, oder? Doch. Erschreck mich nicht nochmal, so sage ich dir. Ich dachte, hier kommen die Gegner schon von hinten. Naja, ich kann es ausschalten, wenn ich nichts sage. Okay. Oh, sauber, ohne Leben zu verlieren, ausgetrickst. Ah! So, Mönche, ihr macht euch warm, dann lasse ich euch jetzt rein. Ihr macht mir jetzt die Bö... Macht jetzt das Mikro aus, sag ich dir. Ah! Samma! Was machst du da? Hör auf damit! Mann, das wird ja immer lauter! Ja, lass das rauschen. Scheiß drauf. Schneide ich nachher raus. Hör einfach auf, drin rumzuspielen. Lass es so, wie es ist. Ich kann ja den Skype auf stumm stellen.
Und dann, wenn du was sagen willst, am Machen, oder was? Ja. Gut. Ich hatte so ein Mikrofon auch mal. Ich gebe dir nachher mal, wenn ich es wieder finde, habe ich da irgendwo mal einen kleinen Ausschnitt gehabt. Mach wieder auf Stumm. Stumm! So, wieder bemerkt. Ich hab mal beim Mikrofon auf aufgestellt, bei Skype auf on und trotzdem rauscht es. Mach bei Skype auf aus. Okay. Weil ich hatte mal so auch so ein altes Mikro, oh, diese Ruhe. Ich hatte auch mal so ein Mikrofon, da hatte ich damals auch das Kurs auf dem Balkan mit aufgenommen gehabt. Da war auch dauernd so ein Piepen drin. Yay, zwei Gebetsrollen. Spickern. Das ist tief. Gut. Speichern. Ihr habt mir die bösen Buben abgeknallt, das ist sehr schön. Sehr schön. Einwandfrei, gute Gegner. Hier, sag schnell. Die Dingsnummer. Hier, wie nennen sie sich? Mann! Leibeigene Stufe 5. Oh, Schrotflintenmunition. Gebetsrollen haben wir da schon zwei. Ich glaube, ich gehe jetzt das Wasser ausschalten. Warum tust du mir weh? Tust du mir weh? Nein. Ich hol mir ein Secret, oder? Ich könnte sogar alle finden. Ja, ich hol's mir. Gebe ich dir ein bisschen Zeit zum Aufholen. Wo waren das noch gleich? Da. Scheiße, ist die Anzeige klein. Okay, dann gehen wir jetzt den gefährlichen Weg. Wie weit bist du? Sag ich nicht. Schieß mir ruhig in den Rücken. Da schießt dir mal eiskalt in den Rücken, der Sitzpisser. Nur bleib ruhig in der Wand backen. Schieß mir einen Rückensitz, Pisser, Alter. Wie wenig Leben habe ich noch? Oh, es reicht.
Jetzt werde ich auf jeden Fall wenigstens einmal oder zweimal drauf gehen, also. Und damit das. Yay, ich bin verreckt und brenne. Scheiße! Das zweite Mal verreckt. Medi. Überlebt. Wie laut ist mein Rechner eigentlich? Noch ein großes? Perfekt. Speichern. Gut. Durch das Schwierigste werden wir durch. Aha. Was haben wir denn bekommen? Einen Falterschlüssel. Aha, der ist das. Und da sind wir hier. Hier ist noch einer mit Uzi-Sticks. Finde ich gut. Okay, wir haben den falschen Schlüssel. Den brauchen wir nämlich, um weiterzukommen. Oh ja, spieß mir ruhig beim Vorbeigehen deine Speerspitze in den Hintern. Ja, Lara, wir haben ja ganz Tag nichts Besseres zu tun, ne? Och, Lara, Mann, es geht ja auch um Zeit, nicht nur um Tode. Da hat sich einer selber in die Luft gesprengt. Halt, da ist noch einer. Ihr habt mir nichts getan. Ich habe euch nichts getan, oder? Nein. Gut. Perfekt. Alter, was ich hier gerade. Da ist ja noch einer. Fallschlüssel einsetzen. Das Ding. Runter. Sehr schön. Speichern. 16:32. Ein Dreiviertelstunde wären fertig. Ach, wir sind draußen. Hier gibt es jetzt zwei Wege. Einmal den. In die große Halle zurück. Den nehme ich jetzt mal nicht. Und den nach draußen. Na, der ist lustig. Oh, die epische Mucke fängt wieder an.
Ich liebe die Musik. Ich brauche mal ganz schnell eine andere Waffe. Sehr schön. Alter, ich habe drei Granaten auf den verschossen. Ist doch jetzt nicht wahr. Ja, der hat nur M16, ne? Medi packen. Ein kleines. Ich hab dir nichts getan, oder? Nein. Selbst wenn du willst es ja wohl auch nicht mit Lara Croft nehmen, aufnehmen. Aua. Ich stehe hier mit dem Kopf zum Gesicht. Speichern. Gebetsrolle Nummer 3, ich komme. Das zählt nicht als tot, oder? Nein. Okay. Hab nur ein bisschen Leben verloren. Laden. Der Körper tut's immer. Und da ist die Nummer 3. Oder ist es schon Nummer 4? 3. Ich muss langsam mal aufs Dach kommen. Wie komme ich aufs Dach? Ich mache hier ein paar Sprungeinlagen, ja. Au, tut das weh. Ah, toll, fies. Leckt mich. Speichern. Nee, nicht laden, speichern. Sag du auch mal wieder was. Das hört sich an wie ein Let's Play gerade. Tita Metto? Ja. Sag doch auch mal wieder was. Das ist für mich hier wie ein Let's Play. Wieso, als wenn ich so einen Monolog spreche? Ja, ich rede ja die ganze Zeit, aber ich mute mich ja im Skype wegen dem Mikrofon. Ach, nur in Skype-Modus für dich. So. Ich brauche jetzt noch zwei Gebetsrollen. Wo war denn? Ich muss aufs Dach, das weiß ich noch. Kommt her, ihr werdet schon sehnsüchtig erwartet. Ich halte mich raus. Gut.
Da muss ich noch hin, da war ich glaube ich noch nicht. Ach so, da kriege ich den Kajak. Ja, das Ding ist geil, da hat mich mal einer ins offene Messer geschoben. Musste mal mein Tomb Raider 2. Dann lasst mal dieses Ritual beginnen. Ja. Nicht mal auf den Tisch klären kannst du, Lara. Wow. Ich hab nicht gespeichert. Naja, gut. Das war dann Tod Nummer 4. So. Der Kammerschlüssel. Aber wisst ihr, was komisch ist? Er, ne? Er kann da einfach seelenruhig durchgehen, ohne zerschnitten zu werden. Gut, speichern. Jetzt geht es aufs. Nee, jetzt geht's erst noch in die Kammer. In welche Kammer? Ach so, in die. Okay. Hier werden schon irgendwo wieder Gegner kommen, aber das ist mir gerade relativ scheißegal. Ich nehme einfach ein. Steht da? Nee, da steht Großes. Okay, nur in Tomb Raider 5 steht Großes bei mir. Oh, da hat sich noch einer selber in die Luft gesprengt. Kammerschlüssel benutzen. Wie lange spiele ich eigentlich schon? Oh, halbe Stunde. 10 Minuten bin ich durch. Der Dachschlüssel. Nein, Lara, das hast du falsch verstanden. Aufnehmen, nicht die Kiste hochklären. Aber schade eigentlich, dass hier nicht steht, wie oft man speichert. Haut ab! Was ist das dann? Was macht ihr da in der Kammer jetzt mal ganz ehrlich? Okay, ich werde verrecken. Ich werde verrecken. Das war haarscharf. Das Schlüssel. Speichern. Also wenn ich mich jetzt clever anstelle, dann sterbe ich nicht mehr. Aber so wie ich mich kenne, werde ich sowieso aus Dummheit noch wenigstens einmal sterben. Ah, hier kann ich jetzt ein bisschen tricksen. Ist aber nur eine Zeitersparnis von 5 Sekunden oder so. Also wirklich viel bringt und tut es euch nicht. Aber das macht ja nichts. Bin jetzt einfach zu faul, den Hebel immer zu suchen. Und nach jedem Sprung speichern. Ihr müsst genau so wie ich an der Wand stehen, weil ihr sonst abfackeln werdet. Das ist ein kleiner Spielbug, den die Entwickler nicht bedacht haben. Also, es ist ja eigentlich auch realistisch. Eigentlich ist es ja realistisch, dass es heuer nicht über eine komplette Bandbreite geht, aber in der Core-Design-Welt ist es nicht einkalkuliert. So. Und speichern, weil jetzt kommen wieder Dings und Dings, Knupp und Knupp 200. Genau aus dem Grund. Und ich halte mich da einfach mal raus. Ich hole mir jetzt einfach mal die zwei Edelsteine hier, oder was sind das? Kronjuwelen, was weiß ich? Edelsteine. Aha. Scheiß verflixte Fensterscheibe. Ich
brauche keinen Tönen, ich bin Lara Croft. Ich bin Armee? Nee, Kavallerie? Ich bin die Kavallerie. Lara Croft. Das war jetzt überhaupt nicht aus Fast and Furious 7 geklaut, den ich schon gesehen habe, ja. Renn durch mich durch. Kein Problem damit. Gut. Wir haben jetzt drei Gebetsrollen, zwei Edelsteine und einen Seraphen. Jetzt holen wir uns noch schnell die nächste Gebetsrolle. Dazu brauchen wir aber erstmal hier einen Edelstein, der, wie man dachte, dachte ich früher auch immer, dass da irgendwas reinkommt. Aber nee, die Edelsteine. Weil guck mal, wie groß sie jetzt sind und wie groß sie vorher waren. Die sind doch ums Fünffache gewachsen. Wenigstens. Ja, die Größenverhältnisse waren damals noch nicht so. Also das hat sich aber, glaube ich, ab Tomb Raider 4 nachher hat sich das gegeben. Aber damals war die Technik halt noch nicht weiter. So, ich schieb die Kiste jetzt einfach mal hier hin. Einfach nur aus dem Grund, weil ich glaube, dass wenn wir die nächste Gebetsrolle aufnehmen, da hat Cody seinen kleinen Trick noch auf Lager gehabt, dass er nämlich den Stern da wieder vorschiebt. Dann kommen wir hier nicht mehr raus. So, jetzt kann der Stern sich aber nicht bewegen, weil die Kiste davor steht. Und wir haben vier Gebetsrollen von fünf. Gut, dann ab nach Haus. Ne, nach unten. Jetzt sind übrigens auch die Feuer aus. Und ihr seht schon, ich wäre hier niemals durchgekommen, wenn ich das jetzt auf Zeit gemacht hätte. Sehr schön. Jetzt haben wir die Edelsteine. Jetzt setzen wir. Ah! Jetzt kommt das mit dem Wasser. Oder? Oder was kommt zuerst? Ich glaube aber schon. Ja, jetzt kommt das mit dem Wasser. Up in the Great Hall. Ja. What? Was zur Hölle? Rin hier. Ab jetzt wird das richtig. Uah. Lustig. Ich habe erst ein Secret gefunden. Ich weiß, wo das zweite ist. Und das dritte kommt auch noch irgendwo. Ist mir aber auch egal eigentlich. Wo hier ein Secret ist und wo nicht. Wir machen ja hier einen Speedrun und keine Secret-Suche. Keine Sch Speedrun und keine Sch und keine Secret-Suche. Nee, keins. Speedrun und kein Secret dran. Bin ja gespannt, wie die Aufnahmen nachher aussehen. Bei dir. Wie sich das so anhört, in welchem Zusammenhang, ob ich dich alle 5 Minuten unterbreche, weil ich höre dich ja nicht. Ich mache ja sozusagen gerade ein Let's Play. Oh Gott, ist das hoch. Höhenangst. Ich will auch ein neues Mikro. Aber ich will eins, das auf Garantie besser ist als meins. Da stand Mikro 2000. Nein. Speichern. Wow. Das war ganz schön hastig eben. Schafft sie hier einen einfachen Sprung? Ja, perfekt. Was hat sich denn jetzt gegeben? Wenn wir jetzt hier noch die Edelsteine aufmachen, jetzt müsste die Falltür ja unten aufgehen. Alles klar. Mich wundert, dass der Sound überhaupt nicht mehr hängt. Aber ist egal. Jetzt nehmen wir hier einfach mal einen schnellen Weg nach unten. Indem wir uns so weit wie es geht hangeln. Da ist übrigens das goldene Secret. Das Heiligtum der Mönche. Lassen uns hier einfach ab und verlieren ein wenig Leben. Holen uns gleichzeitig das goldene Secret. Nein, Lara! Du hast das falsch verstanden. Nicht ohne das. Nicht die Mona Lisa klauen, das Secret klauen. Gott, jetzt ist das Spiel bei mir heute verbuggt. Du siehst aber noch, wo ich bin, ne? Nee, sicher nicht. Hast du. Achso, du spielst auch nicht im. Du spielst auch im Vollbildmodus, ne?
Ja. So, dann wollen wir uns mal das letzte holen. Jetzt müsste eigentlich das mit dem Wasserrätsel kommen. Soweit ich mich erinnern kann. Ja, genau. Wir sind Lara Croft, wir verbringen unsere Zeit sinnvoll. Ah ja. Genauso. Und nicht anders. Wir sind gleich durch, Leute. Wir haben es gleich geschafft. Gleich kommt der wohlverdiente Ruhestand. Hier ist übrigens ein Hebel, der besonders gut versteckt ist, weil er mit der Wand fast abgleicht. Und ohne diese Bugs erkennt man den, aber dadurch, dass ich heute so viele Bugs drin habe, erkennt man es irgendwie gar nicht. Und hier ist Wo das bist Wasser. du? Ich bin jetzt hier beim Wasserraum. Da bin ich doch auch, oder? Beim richtigen Wasserraum. Achso, bei dem, wo irgendwas da runterfließt. Den ich jetzt hier gerade. Ich kann mal Den, kurz den, ich, den gucken. man trockenlegen Ja, kann. da bin ich gerade eben vorbei. Wie viele Gebetsrollen hast du? Das sage ich natürlich nicht. Na los, ich hab vier. Ja, ich auch. Oh shit, jetzt wird's eng. Warum hab ich mir das Secret geholt? Das geht so gar nicht. Lara, beeil dich. Weil ich hab's mir nicht geholt. Hab gedacht, ich hätte so viel Zeit. Hab gedacht, ich habe einen riesen Torsprung. Treppe, 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 Treppe. Warum kann sie nicht sprinten? Naja, sprinten geht erst ab Tomb Raider 2. Drei. Komm, Lara, komm, 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 komm. Wir haben es doch gleich geschafft. So, jetzt brauche ich noch eine. Oh, ich habe das Gefühl, das Ende ist nah. Scheiße. Hahaha. Komm, Mönch, jetzt du nicht auch noch. Wieso wollen hier eigentlich alle Lara rammeln? Mach dein Mikro wieder aus. So. Na, nicht in der Wand festbacken. Ja, Kuchen backen, das ist nicht mal das kannst du, ne, Lara? Wenn ich denn die Steuern wäre, wärst du auch So, also, hoffnungslos ich verloren. habe jetzt das Tor geöffnet. Scheiße. So, durch. Wie oft bist du gestorben? Ne? Fünfmal. Gewonnen. Viermal. Aber ich war ja zeitlich jetzt schneller durch. Ja, aber wir haben vor allem die Tode zählen, ja. Die Zeit ist ja das Zweite. Wir haben ja gesagt, die Tode zählen. Wie oft bist du denn gestorben? Viermal. Ja. Oh, noch den Seraphen einsetzen. Und wenn Lara sich jetzt doof anstellt, dann vielleicht auch noch ein fünftes Mal. Aber ich hoffe nicht, dass sie sich nochmal doof anstellt. Nein. Ah, der Seraph. Okay. Und Levelende. Das Dose haben wir mal kargen. Wir haben 42 Minuten 04 gebraucht, zwei Secrets gefunden. 13 Gegner besiegt, ja genau, 480 Gegner besiegt, 13 Munition benötigt, davon 382 Treffer. Haben 3,5 zurückgebraucht und 4,88 Kilometer zurückgelegt. Wir sind jetzt hier im Level der Naja, Katakomben des Talion. Und ich habe ja. 38 Minuten gebraucht. Ha? Ich habe 38 Minuten gebraucht. Kann ja gar nicht sein. Auf jeden Fall sehen wir uns hier das nächste Mal. Vielleicht auch nicht. Ciao.